Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich, für meinen Teil, ich stehe absolut voll auf Multitools und habe die auch sehr häufig im Einsatz. Ich habe mir dieses Roxxon Multitool geholt und habe das einen Monat lang jetzt im Test. Wenn du wissen willst, was es kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Ostfahren vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist dieses Roxxon Tool, Multitool, und ich habe das, ich glaube, in einem Messermagazin habe ich das gesehen, habe dann die Firma KSA, weil die sind, glaube ich, der Hersteller oder Importeur, der weiß nicht, angeschrieben, ob ich als Händler ein Exemplar haben kann. Und die haben mir das zugeschickt und haben gesagt, testen Sie und schauen Sie, ob Sie es haben wollen. Und ich habe das jetzt seit November. Und das Problem, das ich habe, ist, dass ich von November bis Dezember nicht mehr so viele Trainings draußen habe. Und daher ist es halt im Outdoor-Bereich nicht so sehr zum Einsatz gekommen. Daher kann ich da noch nichts dazu sagen. Und daher ist diese Vorstellung nur eine Vorstellung und kein endgültiges Ergebnis. Was mir halt gefällt, ist, dass es Einhandöffner mit Liner-Lock ist. Ich weiß, in Deutschland ganz böse. Da habe ich auch einen kleinen Tipp. Noch einmal zu diesem Next-Tool, da gebe ich da unten den Link dazu. Und da habe ich auch einmal ein Video gemacht. Das arretiert nicht. Ne? Das kannst du mit einer Hand öffnen und auch wieder zumachen. Und daher glaube ich, dass das nicht unter diesen Bus-Paragraphen 42a fällt in Deutschland. Aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Schreib mir unten einen Kommentar. Seit ich dieses Teil hier entdeckt habe, ich glaube, der Tactical Dad hat mir da ein Exemplar geschickt, das habe ich dann weitergeschickt und habe mir dann selber eins besorgt, das ist diese Schere. Und seit ich weiß, dass es so große Scheren gibt in Multitool-Format, brauche ich sie auf einmal und habe sie wirklich, also das Teil, das habe ich sehr gern dabei. Und das war auch schon im Einsatz, also das ist cool. Und das hat dieses Tool auch. Und zwar, wenn du aufklappst, hast du hier die Möglichkeit, eine Schere, auch eine genauso performante Schere auszufahren und kannst dann, brauche ich halt jetzt öfter. Das Einzige ist halt, du musst aufklappen. Und das ist zum Beispiel bei dem Next Tool, das ich hier jetzt habe, nicht der Fall. Das Nächste ist auch, das Next Tool zum Beispiel, das hat einen Gürtelgip und das hat hier nicht. Gibt es hier nicht. Da gibt es eine Tasche, die ich irgendwo liegen habe. Ich weiß nicht wo. Diese Taschen verwende ich nie, weil ich das entweder bei mir in einem Rucksack habe oder ich nehme mir die Tasmanian Tiger, ich glaube Pocket Tool Pouch oder so irgendwie heißen die, gibt es bei mir im Shop, billige Eigenwerbung, gebe ich dann natürlich den Link dazu, und die verwende, und daher habe ich das jetzt nicht dabei, aber das ist irgend so eine Plastiktasche, aber gar nicht so schlecht verarbeitet, ist absolut okay. Das heißt, du musst das aufmachen, damit du an die Schere kommst. Ist einfach so. Und das Teil ist mörderschwer. Dafür hast du einen Glasbrecher dabei, ja, einen Auermacher sozusagen für das Glas, und ist einfach so. Dann haben wir hier drei so Funktionen. Ich zeige dir das jetzt einfach einmal im Schnellformat, an Dosenöffner und ein Abisolier-Dingsbums, oder vielleicht kann man auch ein bisschen Federsticks damit machen, haben wir schon probiert, aber geht halt so. Und eine Ahle, die halbwegs geschärft ist, also nicht stumpf, aber auch nicht wirklich scharf ist. Auf der anderen Seite haben wir etwas für den urbanen Bereich, und zwar für unsere Weintrinker, Sekt, wobei Sekt drückt man, glaube ich, so raus, und Champagner auch, also nur für unsere Weintrinker, ist das in Ordnung. Dieses Teil hier, das habe ich verwendet, um eine Cola-Kapsel aufzumachen, aber sonst habe ich keine Idee, wofür das noch gut sein könnte, das schwarze Teil da. Wenn du eine Idee hast, schreib mal unten einen Kommentar, wofür das da ist. Und dann, wenn ich das aufgeklappt habe, also den Flaschenöffner, sondern dieses schwarze Ding, kann ich eine Säge ausbauen und hier eine Feile, die gibt es in zwei Ausführungen. Ich habe das alles einmal in der Schule gelernt vor langer Zeit, und zwar da siehst du, die sind so kreuz angeordnet, wie diese Feilung heißt sozusagen, und dann eben gerade, wenn du es mal schreiben magst, wie die heißt, würde ich mich freuen, und da noch einmal die Möglichkeit, so ein bisschen einen Schlitzschraubenzieher zu haben. Ja, das war jetzt einmal so die Vorstellung. Dann, ja, da müssen wir auch noch die Zange. Das ist alles gefedert, dass es automatisch wieder aufgeht, was ich sehr gut finde. Es ist so Kombizangenausführung, keine Spitzzange, sondern so abgeflacht oben. Alles gut, alles gut. Auch schon verwendet, überhaupt kein Thema. Aber was ich mich frage, wo ich sage, das ist das hier, diese Seitenschneider. Und das schaut so aus, als könnte man die auswechseln. Aber ja, irgendwie, da ist keine Schraube und nichts. Ich weiß nicht, wie man die rauskriegt und wie man die wieder nachkriegt. Also ich glaube, dass das nicht auswechselbar ist, obwohl es vielleicht auf den ersten Blick so ausschaut. Das ist mein Fazit. Aber jetzt halte ich's Maul und schnitz und arbeite ein bisschen damit.
Ich mag mit der Säge anfangen und mag auch gleich einmal ausprobieren, wie es mit Handschuhen ist, weil es ein bisschen huschi, also kalt hier bei mir. Probieren wir gleich einmal die Säge aus. Das ist ein Haselstock, da habe ich ja vor einiger Zeit Messertests gemacht und habe Haseln abgehackt. Da mache ich mir dann immer Gabeln draus nachher, die man immer wieder für unterschiedlichste kleine Bauten verwenden können. Das heißt dann alle, die immer so traurig sind, René, du tust deine arme Hasel abpacken. Sie ist nicht umsonst gestorben. Ich lasse das Zeug dann nicht liegen, sondern verwende das wieder. Und auch die bösen Drohbriefe, die ich da immer wieder kriege, also Briefe, E-Mails. Seid entspannt, Leute, seid entspannt. Ja? So, die Säge geht ganz gut. Das muss man einfach einmal so festhalten. Ist sie so bissig wie eine Victorinox-Säge? Nein, nicht ganz. Aber sie funktioniert. Und so. Du siehst halt, weil das Teil relativ breit ist, also die Säge relativ breit ist, ist halt auch dieses, der, ja, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Sägeschlitz, nein, sicher nicht der richtige Ausdruck dafür, ist der auch relativ breit und ja, das spürt man halt. Also die Säge funktioniert wirklich nett und zwar hin und zurück, also es ist nicht nur eine Zugsäge, sondern in beiden Richtungen, das macht das Teil sehr schön. Ist alles gut, wenn ich es jetzt zusammenklappen will, so, muss ich den Linerlock bedienen. Und die Sache ist erledigt. So, ich arbeite halt ungern mit Handschuhen, aber da fällt mir gleich alles runter. Aber so ist das halt. So. Und das ist halt, das liegt nicht an dem Multitool, sondern an meinen Handschuhen. Und daher, ich bin halt kein Handschuhenarbeiter. So, jetzt wollen wir mal reinschnitzen und schauen, wie sich das Messer verhält. Und auch da habe ich eine gute Nachricht. Also für solche Arbeiten hier, ja, ist das überhaupt kein Problem. Also das geht ganz super. Und ja, kann ich jetzt einmal dazu nichts Unangenehmes sagen. Ja, also diese Klinge macht auch schöne Schnitzi-Schnitz, das ist alles klar. Was halt bei diesen Multitools grundsätzlich da das Problem ist, ist, dass sie halt, wenn du sie in der Hand hältst und wirklich viel schnitzt, dass es immer irgendwo irgendwelche Druckstellen gibt. Und das ist bei diesem Roxxon durch dieses schwarze Teil da hinten, ja, für mich, für meine Hand ist, und auch das hier, der Flaschenöffner, ja, dass er ein bisschen raussteht, das tut beim Schnitzen ein bisschen weh. Aber ja, ich habe die Hände. Ich gebe sie zu. Also das passt alles mal ganz gut. Und was man jetzt draußen sozusagen brauchen kann. Was man auch immer wieder mal vielleicht brauchen kann, das muss man wieder ausziehen, die Handschuhe, das ist eine Feile. Ich weiß, dass das eine Eisensfeile ist. Ja. Da merke ich halt auch, die sind halt drauf, dass sie drauf sind. Ich werde dann noch ein Metall herholen. Aber recht viel arbeitet das Material nicht ab. Die sind nicht bissig. Ja? Und was schön wäre, so wie wir das jetzt zum Beispiel auch beim Victorinox haben oder beim Leatherman, dass hier auf dieser Seite auch noch eine Säge ist, eine Eisensäge sozusagen. Das wäre super. Aber ja, das ist jetzt zu dann auf hohem Niveau. Aber das passt mal. Und auch von der Zange her, ja, ich meine, okay, wer will einen Haselstock abzangen, ja, was, das ist, hat jetzt überhaupt keinen Wert, aber weil halt manche auch immer wieder schreiben, eine, probier die Zange bei den Multitools auch wirklich aus, ob die abbrechen oder irgendwas kaputt wird, und ich muss da sagen, also, na, also das ist auch bei diesen billigen Multitools sicherlich kein Thema. Ich habe ja vor langer Zeit schon mal gesagt, dass ich billige Multitools eigentlich nicht so richtig leiden kann, und stehe zu dieser Aussage noch immer. Aber seit ich halt nicht die ganz billigen habe, sondern eher sowas in die Richtung wie dieses Nextool oder auch dieses Roxxon, muss ich sagen, ja, also so schlecht ist das überhaupt nicht. Also da will ich jetzt da nicht mehr aus dem Fenster lehnen. Aber das ist jetzt auch schon, weiß ich nicht, 2 Jahre her, und da hat sich am Markt sicherlich vieles getan. Bei dem Roxxon muss da halt klar sein, dass das Teil schwer ist. Das ist wirklich schwer. Also da hast du was richtig Fettes in der Hand. Und wenn du das immer herumträgst, dann musst du das bewusst sein. Wenn du aber sagst, ich brauche das hier, nämlich diesen Flaschenöffner zum Beispiel häufig, und dann ist das eine Überlegung wert. Das ist so ein bisschen urbanen Bereich mit diesem Glasbrecher, was er bei anderen zum Beispiel nicht hat, und daher, das ist schon in Ordnung. Ich kann jetzt, und das ist das Problem, noch zu wenig sagen, ob das im Langzeittest auch was taugt. Und daher, weil auch wir keine Trainings mehr hatten und so, daher kann ich nichts sagen. Ich werde es aber in den Langzeittest mit aufnehmen. Und das bedeutet, ich werde nächstes Jahr, im Jahr 2020, bei meinen Trainings mitnehmen und auch die Leute spielen lassen, die anwesend sind. Und da werden wir einfach einmal schauen, was sich da tut
und werde dann nachher wieder ein Video machen. So, jetzt will ich wissen, was sie da tut. Ob das irgendwie... Ich weiß, das macht man normalerweise mit einem Holler. Das hat uns unser Felix Immler, unser Schweizer Schnitzkaiser. Gibt es eigentlich einen Schweizer Kaiser? Na, Themenwechsel. Auf jeden Fall gezeigt, dass man das macht, aber das passt hier, das geht hier jetzt nicht so gut, aber es ist einmal auf jeden Fall nichts ausgebrochen, weil ich da irgendwie so ein bisschen die Sorge hatte. Aber ich werde das mit einem Haselstock einmal machen. Aber das wird auf jeden Fall klappen. Na, das ist gut. Also gut verarbeitet mal fürs Erste. Aber jetzt will ich noch einmal die Pfeile testen. Und dazu nehme ich so ein absolut unnötiges Messer, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Das ist so ein Abstechermesser, aber da hast du Probleme, stich dich ab oder so irgendwie. Ja, Elite Force, ich kann mit dem nichts anfangen. Ja, ja, das werden wir gleich einmal anfeilen und ein bisschen herumfeilen drauf. Aber ich weiß jetzt schon das Ergebnis. Ja? Also ich vermute, dass ich weiß, dass ich das Ergebnis kenne. Ich will den Klingenrücken da ein bisschen anschärfen. Ah, ich mach's damit! Nein, so weit eh nicht. Also ich schleife es eh nicht richtig an. Aber nur so mal ein bisschen. Da geht gar nichts runter. Also das. Ja, was darf man sich da erwarten? Ja, das ist... Pipifax ist das, ja. Aber die Pfeile, das ist einfach... Ja, die ist halt drauf und das klingt geil, dass man sie hat. Und so, ja, ich habe eine Pfeile, aber die kann nichts. Das kann ich da gleich einmal so sagen. Die kann definitiv nichts, da hat sie überhaupt nichts da. Das ist leider ein Murks. Ja, was ist jetzt mein erstes Fazit? Also das Tool ist auf jeden Fall in Ordnung. Ja? Das mit der Pfeile ist halt der Chaos und ich brauche auch diesen Flaschenöffner in Wahrheit nicht. Aber sonst ist es solide verbaut und wenn du eine Idee hast und sagst, okay, die Funktionen, die taugen dir und du brauchst das und du hast eine Idee, dass das etwas ist, was für dich okay ist, dann ist von der Verarbeitung hier jetzt einmal auf jeden Fall nichts unangenehm. Ich werde es auch in den Langzeittest nehmen und nächstes Jahr wieder mal ein bisschen darüber berichten und es jetzt einfach austeilen an die Leute und schauen, was dabei rauskommt. Ich mag dich auch einmal einen Kommentar bitten, hast du dieses Roxxon, erzähl uns ein bisschen was dazu, das wäre einfach eine ganz coole Sache. Link zu all den Produkten, die ich da vorher gezeigt habe, natürlich da unten auch zu mir in meinem Shop und so weiter. Aber andere Videos, Abo, Daumen und bis bald.